haven't you bothered us enough? Summoner may pass. Guardians may pass. Kimari not pass. Kimari shame Ronsoul brothers. Kimari forget his birth. Forget his people. Forget his mountain. Little Ronsoul. Weakling Ronsoul. Mountain hate the weak. Hate the small. If you will climb, then I must prove my strength. Think you will win? You not forget who took your horn. Never forget. Kimari never beat Brother Biron. Never win. This time, I win. I will win. Why, you... This some kind of Ronso thing? Kimari problem. Kimari... rend you asunder! Hornless! Hornless! Gegen die beiden. Ach süß. Und soweit ich weiß, können wir relativ viel von denen lernen. Deswegen, ich mache natürlich als erstes Yankee platt. Schützt Biran. Wenn er alleine ist, dann schützt Yankee. Wenn er alleine ist, dann Punkt, Punkt, Punkt. Okay, da erstmal noch nichts. Vielleicht von ihmchen. Wirbelkick. Nasshau. Die Fähigkeiten können wir auch alle. Aber ich sauge ihm noch mal ein bisschen mehr aus. Explodieren. Na, das ist, glaube ich, nicht so klug, wenn wir das einsetzen. Feintech. Fügt einen Gegner Schaden zu. Das probieren wir doch gleich mal aus. So, zwischendurch immer mal wieder ein bisschen mit Dragonik zurückholen. Wie die da stehen, so. Es ist das Bein so nach vorne geschoben. Todesurteil. So. Wir kriegen aber relativ schnell die Leiste wieder voll. Können wir noch mehr von ihm lernen? Ich glaube nicht. So, Flammen können wir übrigens auch, lieber Yankee. Damage. So, wir probieren es wieder. Weak Ronso should know their place. Himmelswind. Oh, kann sich selber heilen. Können wir die vielleicht von ihm lernen? Jawohl! Und wir sind wieder in Ekstase. Explodieren, fügt Schaden zu und verschwindet. Das sollten wir nicht einsetzen. Halt HP der gesamten Gruppe. Todesurteil-Effekt wird wahrscheinlich gegen die auch nicht wirken. Genauso wie Perseus Atem, dann probieren wir doch gerade mal eben den schönen Nasshauch. Vernichten gegen Yankee. Tobsucht. Na gut, wäre wahrscheinlich auch in der Yankee in Tobsucht gegangen, wenn wir jetzt Biran zuerst erledigt hätten. Okay, er haut wieder rein. Alles klar. Aber wir können scheinbar von ihm nichts mehr lernen. Was habe ich denn noch so drauf? Mal gucken. Schwarzmagie, das wird nicht viel bringen. Weißmagie. Auch nicht so viel bringen. Kann ich den Blindhieb gegen ihn einsetzen? Nein, er ist immun.
Tja, und das ist jetzt der Vorteil, dass wir Weißmagier sind. Ich werde natürlich nicht klein beigeben. Du kannst mich noch so oft tackeln. Du wirst mich nicht aufhalten. Jetzt setzen wir noch Tackle ein. So, ich will den natürlich aber auch vernichten schlagen. Hier muss ich hin. 1812 hat er noch. Nur warten, bis meine Ekstase-Leiste wieder voll ist. Deswegen gehe ich gerade mal so ein bisschen auf Verteidigung. Kann ich eigentlich auch Analyse gegen ihn einsetzen? Mal schauen. Kann nicht mehr mit Bodyguard beschützen, wenn er sich mit Tackle von Yankee entfernt hat. Wendet einmal Totalabwehr an, wenn er genug Schaden erlitten hat. Mehrere Feindtags erlernbar. So, nur auf Nummer sicher gehen. Heilen wir uns natürlich nochmal. Und dann werden wir ihn auch. Genauso wie sein Kumpel. Mit dem Nasshauch erledigen. Vernichtend. You win, Kimari Ranzo. Hm. 13.500 AP gibt's für Kimari. Freundsphäroid und Rücksphäroid mal 2, Zerstörungsfaust und Zauberschutz. Nice. Strong is Kimari. Biron is happy. Happy. Vor allem glücklich. Nicht überrascht, sondern glücklich stand da. Glücklich, sondern überrascht stand da. So rum. Sacred Mount Gagazet. I honor the name of strong warrior who defeats Biron. Remember always, Gagazet. That name is Kimari. Mountain knows Kimari strong. Kimari may pass. Summoner, we Ranzo will stop pursuers from temple. Truly? Penance for breaking Kimari's horn long ago. We crush enemies. Following behind. Kimari crush enemies standing before. You are most fortunate, summoner. I thank you. Ranzo will shine your statue brightest. Thank you. But I fear that no one will make a statue for a traitor such as I am. Then Ranzo will make. With grand horn on head. That would be wonderful. Juna mit einem dicken Horn auf der Stirn. Alles klar. I wanted to see Yuna's statue too, but I wanted to see it with Yuna by my side. Alles klar, so, aber natürlich speichern wir natürlich erst einmal wieder. Hier ein Skillpunkt noch. Ich habe ein bisschen Lebensenergie. So, und was hatten wir jetzt nochmal bekommen? Freund und Rücksphäroid. Springt auf ein vom Mitstreifer besetztes Feld, okay, und springt auf ein bereits aktiviertes Feld. Das sind zwei, also gerade der Rücksphäroid, ein sehr interessanter Spheroid. Und was haben wir bekommen? Zerstörungsfaust.
Gut, der bringt jetzt nicht so viel. Zauberschutz haben wir noch bekommen. MP plus 20. Also auch das ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Wir machen uns an den Aufstieg. Summoner Yuna! What is it this time? E-A-U-E. No bone, no. Ray and me. Yo-Ju-Yo-Go. Ha-Sa-Te. Okay, kleiner Gänsehaut-Moment. Oh, eine Schatztruhe. Zwei Mega-Potions. Das war natürlich schon echt nice. So, und hier gibt es mal wieder ein bisschen was zu hauen. Was wir nicht mal mit einem Schlag besiegen können. Ja, ist nicht so gut. Riku, wir brauchen mal eben deine Tüftler-Fähigkeiten. Und der hier, der gehört Auron. Es ist doch der Nidhogg aus der Höhle, oder nicht? Ja. Kein Problem. Aber Tidus muss natürlich wieder stärker werden. Das übliche Spiel. Ist hier noch irgendwas? Nee, geht nicht lang. Warum sind die überhaupt Albed-Machinas? Ehrlich, so ein bisschen verlangsamen. So, Kimari. Auch wenn er jetzt nicht großartig was machen muss, weil die kann ich am besten einfach auseinandernehmen. Trotzdem 2030 Erfahrungspunkte, das ist für den Aufwand sehr nice. Ah, diese ollen Spuckkräuter wieder. So, er gibt Hitzesteine. Natürlich erstmal wieder das übliche Spiel mit Gemachgar. Ist klar. Natürlich wieder einen Moon. Noch nicht. Ist ja gar kein Problem. Braucht die Garzauber. Ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe, aber das wäre natürlich schon vom Vorteil. Au. Das normale Kernspucken ist zumindest nicht das wieder von verwirrt werden oder unter Konfus gesetzt werden. Allerdings mit Kimari nicht den meisten Schaden. Wenigstens hätte schon mal weg. Ach, kein Dauerspucken. Ah. Na toll. Luna, gib mal ein bisschen Gas.
Schöne ist, Kung Fu hält nur so lange, wie man mal wieder physisch angegriffen wird. Was mache ich hier eigentlich? Bei Gronik mache ich fast genauso viel Schaden wie mit einem normalen Angriff. Das ist eigentlich ein bisschen bizarr. So, weg. Und er mit Sicherheit Feuer. Natürlich. Das heißt, wir müssen mit Eis angreifen. Was? Warum kriege ich ja so wenig Damage durch Eis? Okay, Auron? Vielleicht du? Da brauche ich auf jeden Fall Damage. Und zwar physischen Damage. Gas geben. Farewell. Zack. Bevor er noch explodiert. That's how it's done. Wie gesagt, ich versuche Auron nicht zu viel zu trainieren. Liegt da noch was? These mark the graves of summoners and guardians who failed. Okay. Ne, da ist aber nichts mehr. Ich dachte gerade, da wäre noch was. Der ist ja super. Wenigstens können wir die alle verlangsamen. Dich kennen wir schon. Und dich kriegen wir auch relativ schnell weg. As you wish. So, der wird ein bisschen größer. Wie viel Damage machen wir mit ihm eigentlich? Okay, also normalerweise um die 1500. Reicht leider nicht. Kann ich mit ihr nicht ausrichten? Okay, Auron. Nummer 1 weg. Und gleich ist Nummer 2 dran. Ist ja lächerlich, der Damage. Farewell. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu wenig Damage mache, weil ich mich zu sehr auf den Auron verlasse. Und nachher explodiert das Vieh und wir sind alle tot. Weil wenn das Vieh explodieren einsetzt, das macht auch exorbitanten Damage. Etwa vergleichbar wie mit diesem komischen magischen Pot, den wir in der Höhle gefunden haben. Och, ein Hinterhalt, willst du mich verarschen? Es ist kein Kern Dauerspucken. Bei den Blumen bringt das eh nichts. Dann machen wir erstmal den hier. Natürlich. Ja. Dankeschön. Sehr freundlich.
13 macht mir ja nicht allzu viel Damage. Die kriege ich immer nur Antidot, ne? Ja. Reicht ja nicht, um sie auszuschalten. Gut, dich können wir hier gerade nicht unbedingt mehr so gebrauchen, aber den Auron. Würde ich doch mal sagen, mal eine Runde Seisma. Zack, bam, bam, bam. So muss das. That's how it's done. Er sagt's auch. Und jetzt ist auch mal wichtig, dass wir mit Kimari mal ein bisschen die Gruppe aufheilen. Wir haben nicht allzu viel. So. Und der Weg ist hier nicht ganz einfach. Die Monster sind ja bisher noch relativ bescheiden gewesen. Was können wir denn von ihm hier klauen? Ein Donnerstein. Alles klar. Dann ist er schon mal weg. Au. War da ein bisschen zu viel? Oder können wir nachhelfen? Den Part übernimmt lieber der Auron. Ich sah das Problem, dass wir nicht genug Damage mit denen machen. Du kannst zwar einmal angreifen, aber naja. So viel bringen tut es ja jetzt auch nicht. Zack. Einfach nur um Punkte mitzunehmen. Und der finale Schlag dann von Auron. Farewell. Schön. That's how it's done. Ich überlege gerade, sollte ich mit Auron vielleicht mal. Der hat Kampfgeist aktuell ausgewählt. Fühlt sich, wenn man Gegner Schaden zufügt. Wenn Gegner besiegt ist, fühlt sich, wenn Mitstreiter Schaden erleiden. Ich überlege gerade, ob es mehr Sinn macht, ihn auf Siegeshymne spielen zu lassen. Ich probiere es mal. Was haben die anderen aktuell? Er hat Taktik, das ist auch hervorragend. Yuna hat Askese noch. Das ist doch, glaube ich, mit das Beste, was man haben kann. Also was sie momentan haben kann. Fühlt sich bei Kampfteilnahme. Konfrontation. Ja, lassen wir auch so stehen. Kimari hat Askese. Abgeschlossenen Kampf. Fühlt sich, wenn ein Mitstreiter Schaden erleidet. Fühlt sich, wenn ein Gegner Schaden zufügt. Das macht bei ihm keinen Sinn. Askese. Ich mache auch mal Konfrontation bei ihm. Lulu hat nur die Askese bisher. Und Riku, Konfrontation, Zorn und Askese. Bei ihr lasse ich die Askese auch mal stehen. So, hier ist wieder ein Pfad ins Nichts. Das heißt doch bestimmt, hier ist wieder eine Truhe. Nein, hier ist so ein Braska-Spheroid entdeckt. Ja, den schauen wir uns auf jeden Fall an. Hello, Yuna. I hope you are well. I wonder how old you are now that you're watching this sphere. You must be very beautiful, like your mother. I wish I could see you.
Oh, by the way, Jekt and Orin send their regards. So far, our journey has been very entertaining. Of course, it is a hard journey, but I have no regrets. It is the path I have chosen. Yuna, when you have grown, you will have to find your own path. Do what you must do the way you want to do it. Doors will always open themselves to those who do. Listen close, Yuna. Your future is yours to make. Live the way you want to. Whatever way that may be, you have your father's full support. Yuna, I will always be with you. Wir sind jetzt abgeschaltet. Okay, interessant. Warum positioniert er den mitten in der Pampa? Was ist denn, wenn jetzt irgendwer anders vorbeigekommen wäre und den gesehen hätte? Der hat sich jetzt gefragt, hä, wer ist denn Yuna? Hä? So, gut, diesmal schläft er nicht. Riku? Ich ihn wieder auseinander. Perfekte Verteilung. Ach gut, schon wieder die Gruppe. Ja, mit dem Schlafen will aber nicht so funktionieren. Raumpuder. Ja, der gute Tidus braucht halt ein bisschen mehr Angriffskraft. Kriegt er vielleicht noch. Schauen wir mal. So, hier haben wir wieder ein Grab. Aber erstmal wieder ein Kamm. Nehmen wir das Donnersteinchen hier mit. Wenn die Gegner erstmal ein bisschen verlangsamt. Eigentlich wäre es lieber gewesen, erst den hier auszuschalten, weil der macht ein bisschen mehr Damage. Wenn wir schon mal wieder die Ekstase haben, warum dann nicht nutzen? Man führt ja nicht dazu, dass sie wieder größer werden. So, können wir auch mal im Kampf machen. Zwar nicht zwingend notwendig, aber egal. Der hat einen Schlafschutz. Ich lasse das lieber Oren machen. Farewell. Wobei ich ihn eigentlich, glaube ich, nochmal hätte angreifen können, aber na egal. Summoners that die up here aren't sent to the far plane. Why not? Who would send them? They die alone. So that means... Many have become fiends, and they may want Yuna's company. Well, Yuna will be fine. You're right. Immer positiv denken. So, da hinten ist schon wieder so ein kleiner Krüsselweg. Ein Hinterhalt, natürlich. So,
So. Ich kann aber auch anders. Riku, du musst mal eben den Elektroschock-Heini da auseinandernehmen. Der hat nämlich auch genervt. So, du nimmst ihn hier. Er kümmert sich um ihn. Ich glaube, das ist somit die einfachste Kombi, die wir hier haben können. Und wichtig jetzt erstmal wieder ein bisschen Energie reinpumpen. Okay, der Rest geht. Da hinten ist ein Speichersphäroid. Müssen wir erstmal hinkommen. Das wäre so ein Kerl, den wir in Makalania getroffen haben, nur in einer anderen Farbe. Das ist 17.000. Können wir den vielleicht verlangsamen? Die komischen Pflanzen gehen ja nicht. Aber eher. Ich versuche trotzdem erstmal die Pflanzen hier auszuschalten. Ich möchte mich verwirren, dass die nachher diesen, wie sagt man noch so schön, Konfuszustand hervorrufen. Habe ich irgendwas mit Feuer? Handgranate kann ich vielleicht einmal mit reinnehmen und dann irgendwas, was das... Hier, Hitzeelement, Bomberseele, sowas. Heißes Eisen. Das einfach kaum was bringt. Ach komm, nee, Haska brauche ich jetzt nicht. Kampflust. Okay, was hat er jetzt wieder für eine fiese Fähigkeit bekommen? Egal, machen wir erstmal das erste Gebüsch weg. Kann ich rein zufällig nochmal was von ihmchen hier klauen? Nein. Au. So, dann ist das Gebüsch weg. Dankeschön. Ist sie zumindest geheilt. Ordentlicher Schlag auf den Hinterkopf. Gehen ihm mal so ein bisschen auf die Nerven. Blindhieb vielleicht. Wenn uns was gebracht hat. Feuerbraucher. Kann ich vielleicht was von ihm lernen? So Kampflust oder sowas? Scheinbar nicht. Song macht übrigens Spaß. Komm her. Okay. Dann ich nehme lieber auf Feuer. Okay, er kontert. Deswegen hebt er jetzt die Hände auch so hoch. Dann machen wir nochmal Folgendes. Magie kontert er wenigstens nicht. Aussaugen. Und dann ciao. Easy going.
So, wer muss denn hier geheilt werden? Riku muss ein bisschen geheilt werden. Tidus muss ein bisschen geheilt werden. Na, passt schon.